Knister, knister. So, suchen wir weiter. Wir sind inzwischen. Was steht da? Nippeboxen. Nippodreiken. Nippodreiken. Ktahinken. Keine Ahnung. Ich kann kein Russisch. Da ist nichts mehr. Da oben ist offenbar auch nichts. Ich würde gerne Leben finden. Oh, ich habe ja schon voll. Oh, geil. Was hat mich denn aufgeheilt? Aufgeheilt. Aufgeheilt, ja. Okay. Zuck. Na? Das muss ich den Combine aber doch lassen. Zähe Gegner. Echt gute Vorstellung. Super. Halte Mund, ja. Super, gibt es jetzt echt nur noch einen Synchronsprecher für alle Rebellensorten hier? Leute, was ist mit euch los? Habt ihr gar keine Synchronsprecher mehr? Soll ich das machen? Kommst du? Ja, gleich. Moment. Moment, junge Dame, ich muss das mal hier was machen. Zum Beispiel das hier finden. Ah, das hat gereicht. Siehst du? Ja, ich komme gleich. Moment. Wir können gleich shoppen gehen. Ich muss erstmal hier die Technik regeln. Da ist zum Beispiel noch was. Ugh, da komme ich nicht hin. Doch. Da kann man doch hin. Das will ich. Okay, dann nicht. Wollen wir nicht alle aufhalten? Boah. Der hat sich erschrocken. Und was hast du? Du guckst mich nur mit schielenden Augen an. Ja. Ja, okay, gehen wir. Hm? Was ist denn? Nix. Och, Laden dran, super. Einfach Ballade zu. Oh, neues Kapitel unter dem Radar. Ballade zu und einfach mal einfach die Augen schließen. Die Musik sorgt schon dafür. Oder wird geschweißt. War kein Scherz. Damit sind wir bald wieder unterwegs. Nun, das könnte ein Problem sein. Hört ihr die Laserkanone? Normal versorgen wir die White Forest Basis, aber vor ein paar Tagen haben die Combine den Zugang abgeschnitten. Hm. Nicht gut. Hm. Was meinst du, Gordon? Vielleicht kannst du die Straßensperre räumen, während ich den Wagen repariere. Scheiße. Die ganzen neuen Zombies aus City 17 haben sie klein gehalten, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Truppen vordringen. Wenn du meinst, du schaffst das, lassen wir dich raus. Na, er ist immer dabei. Stimmt's, Gordon? Nö. Hier ist eine Falltür, durch die es zur anderen Seite geht. So siehst du die Waffe, bevor sie dich sieht. Und jetzt mal eine Frage, bitte. Und zwar an alle YouTube-User, jeder, auch der jetzt dieses, auch kein, muss nicht unbedingt User bei Video, bei YouTube sein. Wie kommen, bitteschön, Zombies aus CD 17? Das hat er gerade gesagt. Spur zurück, Beweis. Die ganzen neuen Zombies aus CD 17. Wie kommen denn Zombies jetzt dorthin? Oder die dürfen da eigentlich gar nicht existieren. Wie werden die Menschen da... Wir müssen uns beeilen. Psst. Wie werden die Zombies... wie werden die Menschen denn zu Zombies? Das verstehe ich nicht. Ist bei der Explosion 1000 Kopfkrabben aus der Zitadelle rausgesprengt worden, oder... Aber die werden dann tot. Ich verstehe es nicht. Die Falltür soll da oben sein. Ja, das glaube ich allen aber nicht. Na, Electric Man... Hey, mach dir um uns keine Sorgen. Das Auto da, wir reparieren es und dann nichts wie weg hier. Auf nach Hawaii. Strände, Frauen und Wellen. Hör mal, wenn du hier mal keinen Bock mehr hast, du weißt, wo ich bin. Ach, du lebst noch in 2000... Nö, du lebst noch in den 90ern. Da, wo noch alles schön war hier. Wir leben hier mittlerweile, sind wir... Es gibt so eine geile Zeitlinie, ey. Für Half-Life. Da steht... Timeline, Half-Life Timeline oder sowas. Einfach googeln danach. Da kann man sehen, dass hier ist 2010 oder sowas. Und wir haben jetzt 2010. Viel Glück mit der Laserkanone.
Ja, die will ich gerne abbauen und dann kann ich sie mitnehmen. Oh, die Sterne sind gespawnt gerade. Ja, die Sterne sind gespawnt, ja, ich weiß. Gehen wir hier runter. Oh, Rülpser. Natürlich ist das mein Freund. Umgekehrt. Mach bloß die Griffel weg. Sonst spring ich dich weg. Ja, genau, mach das mal. Zack. Was hat er gesagt? Idiot? Schnibbel die Schnipp. Schnapp, schnupp, schnapp. Oh geil, sogar Holz tut weh. Ich müsste mich vielleicht beeilen, kann das sein? Scheiße. Oh, gehen wir mal hier längs. Radioaktiv-Suppe. Offenbar sind wir jetzt irgendwie in Resident Evil oder sowas gelandet. Oder Doom. Da hinten Munition. Nicht sehen. Nö, nö, da will ich nicht hin. Oh, scheiße. Ja, sobald ich vom Boden weg bin, haben sie kein Ziel mehr. Du traust dich nicht, du Hundswurst. Schenke ich dir mal einen Reifen zum Winterschlossverkauf hier. Bam. So, was haben wir hier? Nix. Oh, schleimig. Eine Laserkanone, super. Hab ich dafür Bock? Momentan nicht. Naja. Bam. Ja, ich habe auch keine Lust mehr. Folge zu Ende. Hier mache ich Schluss. Aber nicht schlecht. Wir sind weit gekommen. Und sind jetzt auf dem Weg nach weit vorwärts. Ja, hier speichere ich. Was haben wir alles? Zack, zack, zack. Wir sind schon unter dem Radar. Neues Kapitel. Und das letzte Kapitel hieß, keine Ahnung, ey. Mobile Schrotflinte, genau. Ja. Das war die Folge 5 von Let's Play Half-Life. Wir sind... Das ist ja schon wieder ein Rülpser. Kommt ja alle her, ey. Naja. Und bitte klärt mich auf, was es mit den Zombies auf sich hat. Warum die jetzt aus CD-17 kommen, ich will's wissen. Ich kann mir keinen Rahmen drauf machen. Noch die offizielle Frage werde ich jetzt noch stellen. So. Wieso kommen Zombies aus CD-17? Kopfkrabben-Zombies mit Kopfkrabben, auf da. Diese hier, die meine ich. Oder Rülpser-Zombies, diese hier, die da unten rumlaufen, die ich da gerade gekillt habe. Die meine ich. Naja, wie auch immer. Bitte beantworte das. Ich danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Let's Play Half-Life 2, Episode 2.